Hey ho Menschen, ich melde mich zurück zu Let's Lighter Reloaded, Part Nummer 2. Ja, und heute widmen wir uns dem Pokémon Beboar, welches auch seit neuestem eine Mega-Entwicklung bekommen hat. Und weswegen ich auch heute dieses Video mache. Und ich will euch zeigen, dass Beboar selbst in den Tiers, wo es nicht dazu gehört, etwas reißen kann. Zwar nicht viel, aber etwas. Und ich habe mich hierbei für einen Choice Scarf Beboar entschieden, was eigentlich, wie ich finde, das am häufigsten gesehene, also im Pio jedenfalls, im Beboar Set ist. Natürlich gibt es noch das Sniper Set, also mit. Hier, wie heißt denn die Fähigkeit? Attacke Energiefokus, da wo man dann seine Fähigkeit, Volltrefferquote steigert und mit Exzessor und dann dem Item Scope-Linse dann nur Quits raushaut und dann mit der Fähigkeit Sniper richtig viel starke Quits raushaut. Bin ich kein Fan von, vor allem in höheren Tiers bringt sowas gar nichts, weil es einfach nicht bulky ist oder bulky genug ist. Und da finde ich ein Choice Scarf Set viel besser. Jedenfalls mit U-Turn, Pursuit, Knockoff und Poison Jab ist es, finde ich, ganz gut, dass der Vorteil eben bei Beboar ist und auch als Choice Scarfer, dass es ein Step auf U-Turn bekommt. Bedeutet 50% stärkere U-Turns als zum Beispiel bei einem Turbos oder so. Also, so an sich müsste der U-Turn von einem Beboar stärker sein als von einem Turbos. So, dann kommt, weil das Team muss einfach perfekt sein. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich ein Volt-Turn-Team mache. Das mache ich auch in den höheren Tiers. Also, ihr dürft euch auf die nächsten Parts freuen, denn die werden alle mit Beboar zu tun haben. Nur werden diese in höheren Tiers stattfinden. Bedeutet, ich werde noch in Underuse das ausprobieren und auch in Overuse. In jedem Tier hat es, finde ich, ganz gut geklappt. Im Overuse habe ich einen Kampf gewonnen. Ich habe das nur einmal getestet. Aber wenn ich einen Kampf gegen einen gewinne, der 1500 Punkte hat, finde ich das schon ganz gut. Und natürlich werdet ihr auch nicht nur Beboar als besonderes Pokémon sehen, auch ein paar andere, zum Beispiel ist die hier Easy. Ist eigentlich so an sich überhaupt nicht gesehen und die Fähigkeit bei Easy eigentlich auch nicht, aber dazu werde ich später gleich kommen. Als nächstes haben wir im Heliolisk, oder den Lizardmann, wie ich ihn gerne nenne, mit dem Item Expertengurt, der Fähigkeit Trockenheit und den Attacken Voltwechsel, Surfer, Strauchler und Kraftreserve Eis. Ist einfach nur gut mit Beboar harmonieren und ein Volturn-Core bilden. Für die, die es nicht wissen, ein Volturn-Core ist eigentlich nur, sind eigentlich nur zwei Pokémon oder drei oder einfach das ganze Team, welches entweder U-Turn, also Kehrtwende, oder Voltwechsel hat. Und ja, man beruht eben darauf, dass man eben ganz viel gutes Momentum bekommt und immer auf das richtige Pokémon, also immer in sein richtiges Pokémon wechseln kann. Sagen wir, der Gegner wechselt aus, du machst U-Turn, dann bist du wieder im Vorteil, der wechselt wieder aus, du machst wieder Wall-Switch, ist er wieder im Nachteil, dann kannst du wieder Wall-Switch machen, er wechselt aus, du kannst wieder das bessere Pokémon nehmen und da ist er wieder in der Zwickmühle. Also wenn du sechs Pokémon hast, die perfekt harmonieren, dann ist ein Wall-Turn-Team, finde ich, eines der zerstörerischsten Teamarten, die es im Competitive-Play gibt. Und weil Beboar so, ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber doch, es ist schon schlecht. Aber mit der Mega-Entwicklung wird es auf jeden Fall sehr gut werden. Ja, es tut mir auch leid, wenn ich hier ein paar gespoilert habe, aber ja, ich habe das jetzt in der Eifer des Gefechts ein bisschen vergessen. Dann haben wir noch ein Assault-West, also Offensiv-Weste. Das machen wir immer so. Delphox, ich habe es kreativerweise Ivis genannt, für die nicht wissen, wer Ivis ist. Jeder weiß, wer Ivis ist. Ich sag nur, what are the Fox Day? Okay, ich hör auf. In den Attacken Flammenwurf. Auch hier wieder Grass Knot, weil ich finde, im RRU sind Pflanzenattacken gute Coverage. Ist kaum zu glauben, aber ist echt so. Dann noch Psychoshock mit Flammenwurf. Boah, Feuerattacken im RRU, ne? Das ist krass. Krass, Mann. Ich überlege, ob ich hier eine Feuerattacke mache, aber ist auch egal. Dann haben wir noch Psychoshock und Spukball als Coverage-Move. Ja, so an sich ganz cool. Assault-West funktioniert auch ganz gut eigentlich. Tja, hier übrigens Expertengurt und nicht Wahlschei, weil ich möchte die Gegner etwas im Dunkeln tappen lassen und ihnen glauben lassen, dass ich gechoiced bin. Also entweder Wahlglas oder Wahlschal.
bin. Und ich finde, Expertengurt kann dieses Pokémon sehr gut benutzen, als eines der wenigsten, finde ich. Weil es einfach übelst gut Coverage hat, also übelst gut Movepool. Also schaut euch das an. Es hat sogar U-Turn, es könnte einfach U-Turn und Wall-Switch haben. Aber darum geht es jetzt nicht gehen. Dann haben wir ein physisch-defensives Lepumentos, kreativerweise Gedol genannt. Weil es heißt Claydol auf Englisch. Ist das lustig? Ein bisschen, nicht? Okay. Dann haben wir das Item Überreste. Einfach für den stetigen Heilungsprozess. Dann, weil ich ein Feuer- und ein Käfer-Pokémon habe, wollte ich einen Spinner dabei haben. Also Turbodreher, Erdbeben, Toxin zum Stallen und Protect zum Scouten und zum Stallen und zum Capiri regenerieren. Dann haben wir ein ganz cooles Pokémon, wovon ich übelster Fan bin in Rarely Used, weil damit rechnet einfach niemand. Und zwar unser Pangoro. Und wie spielt man Pangoro? Oder Pandago? Ja, meistens Walband. Und mit meistens Iron Fist oder Mode Breaker. Aber niemand denkt daran, dass Scrappy auch gut benutzen kann. Und jetzt kommt der Gag dabei. Du kannst jedes Pokémon mit Stormfrow mindestens nichts effektiv treffen. Und Choice Band Stormfrow haut schon rein. Und das One-Hitted, ich sag's nochmal, es One-Hitted ein Krippuck. Es One-Hitted ein Krippuck. Einfach wegen der Fähigkeit Scrappy. Ich liebe es. Und damit rechnet niemand. Das rechnen echt wenige damit. Also, not bad. Also, ich hoffe einfach mal, dass ich einen Krippuck in meinem Gegnerteam bekomme. Dann habe ich noch unser NU. Ah, ich verstehe es nicht. Ich finde es immer noch gut. Einfach ein Schwertanz Focus Sash User. Weil ich brauche einfach. Eigentlich ist in jedem Team ein Setup Sweeper nötig. Und wieso habe ich jetzt eine Aguaf-Beere hier drauf? Ich verstehe das nicht. Ach, Mann. So. Ich würde sagen, wir sehen uns im ersten Kampf wieder. Oh. So, da wären wir wieder. Und unser Gegner hat ein interessantes Team. Mir fällt Noctuska auf. Ich finde Noctuska so cool. Das kann ich euch aber sagen. Die Mega-Entwicklung auf Noctuska wäre so episch. Genauso wie auf Bibor. Ich freue mich voll auf Mega-Bibor, ne? Das wird einfach das erste Wi-Fi-Video in Oras werden. Das kann ich euch versprechen. Für die, die es noch nicht wussten, ich habe gestern einen Wi-Fi-Kampf hochgeladen. Ihr könnt euch eigentlich anschauen, ich verlinke ihn in der Beschreibung. Auf jeden Fall, ich finde Wi-Fi-Kämpfe ganz interessant, ganz cool. Auch wenn jetzt die Gegner nicht immer gut sind, so wie in Pokémon Showdown. Aber was soll man machen? Ich predikte jetzt, warte mal, der könnte Tarnstein machen. Okay, zu spät. Ich predikte einfach mal die Donnerwelle. Und da kommt die Donnerwelle. Habe ich gut predicted. Ja, also ich sehe Bibor als klaren Kackturn-One-Hitter. Da freue ich mich schon drauf, wenn das klappen könnte. So. Oh, vielleicht geht er auf. Yeah! Maunege! Und warum ist das geil? Warum ist das geil? Grassnaut Maunege! Yeah! Yeah! Vielleicht wechselt er aus. Also, ja, er wechselt aus. Okay, der gute Spielzug. Guter Spielzug meines Gegners. Also, dafür kann ich ihn überhaupt nicht blamen. Blame-Trufen, ah, wie viel? Ah. I'm scared. Okay. Ah, das ist ein echter Fred. Aber ich habe hier Focus Sash. Das ist eine schwere Entscheidung, weil das One-Hitted mit Sucker Punch echt viel ist, einfach wegen Step und so. Ich hoffe einfach mal drauf, dass er jetzt weder Knock-Off noch Schwertanz macht. Wahrscheinlich macht er Substitute. Bitte nicht. Dwayne. Ah. Fuck. Habe ich voll vergessen. Das war ein dummer Spielzug. Ich bin four times resisted. Das war jetzt ein bisschen dumm von meinem Gegner, aber. Okay. Spielt man Kakturn eine Burki? Ich glaube nicht. Er hätte eigentlich angreifen können. So, jetzt könnten wir hierauf gehen. Nein, das war eine dumme Idee, meine Freunde. Ich kann nichts mehr. Ich kann nicht auswechseln. Wir machen Stormfall einfach nochmal. Für die es wundert, Stormfall quittet immer. Scout trifft nicht. Wer hätte das erwartet? Wir können jetzt einfach nochmal in Lizardmann gehen. Und Grassnaut einsetzen, auch wenn er jetzt auswechselt. I don't care.
Ja, I don't care. Hitmon Top. Okay. Ah, fuck, fuck, fuck. Nein, 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 nein. Sieht erstmal nicht so geil aus. Für uns. Ich mach Wall Switch, auch wenn er jetzt Tempo Heap machen könnte. Tempo Heap sollte nicht killen. Ja, er macht kein Tempo Heap. Was macht er? Toxin? Maybe? Wir gehen auf Ivis. Ah, Pursuit. Cool. Sehr cool. Ich liebe Pursuit. Finde ich eines der coolsten Moves im Spiel. Einfach weil es unpredictable ist. Also, wir haben hier einen guten Gegner. Das finde ich cool. Gefällt mir. Sehr, ob er auf Gastrodon wechselt. Okay. Diesmal wählen wir mal den Questcard noch nicht. Okay, brauchen wir nicht mal. Also, zack, down. Okay. Sieht doch schon besser aus jetzt. Und draußen sterben Menschen. Vielleicht hört ihr es ja. Also mein Alves hat hier, kann hier gute Arbeit machen gegen sein Team. Und wir wollen hier keine Donnerwelle fressen. So viel sicher. Wir sprechen jetzt erstmal mit Wall Switch. Da kommt wieder die offensichtliche Donnerwelle. Ich verstehe es nicht so ganz. Okay, jetzt die Sache. Oh, jetzt hätte ich gern Donnerwills. Wir machen jetzt Wall Switch. Wahrscheinlich prediktet er jetzt den Switch auf Ivis. Aber wir gehen jetzt nochmal auf Claydol. Und. Schade. Er hat einen Spinblocker. Ich habe Toxin. Predicted. Oh yeah. Oh, ich spiele schon wieder. Bin wieder in Topform, ne? So, wir machen Protect. Protect Gaydol, ne? Sieht man auch nicht so oft. Also Claydol. Leech Seed. Ha! Decker. Da ist das Spelldeck. Da ist das Spelldeck, Decker. Wir müssen das auf jeden Fall so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Oh, jetzt hätte ich gern Zapzipper. Für die, die es nicht wissen, ich spiele Zapzipper Kaputops im Almost Any Ability. Ich liebe das Teil. Das ist super. Oder ich hab's mal gespielt. Ah. Ich könnte jetzt in Ivis wechseln. Ich könnte aber auch drin bleiben. Wir bleiben erstmal drin. Shadow Sneak, Sneaky Sneak. So, dann können wir nochmal eine Runde stallen. Das ist doch mal ganz, ganz toll. Wir machen mal Rapid Spin. Vielleicht wechselt er aus. Wenn er auswechselt, wäre ich sehr dankbar. Oh, geil. Boah, ich outplaye meinen Gegner aber richtig. Was ist los hier? Okay, jetzt können wir. Nein, machen wir nicht. Wir machen Erdbeben. Wir schauen mal, wie Schaden uns macht. Meistens sind wir registriert spezialdefensiv, müsst ihr wissen. Bedeutet. Ja, 34%! Gator! Du bist gar nicht so. Das ist erstaunlich. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Oh, ich bin auch stolz auf dich, mein lieber Trainer. Jetzt lass ich deinen Spulensack hier wieder raushängen. Ja, Spulensack, das hat man. Jedermann hat einen Spulensack. Das ist immer der linke. Also wenn euch mal der linke Sack abgetreten wird, keine Sorge. Das ist nur der schwule Sack. Oh mein Gott! Und ich rede hier schon wieder Scheiße. Ah. Ah. Das ist cool. That is nice. Richtig cool. Gefällt mir. Counter. So, gehen wir in Lizardmann. Jetzt macht er wahrscheinlich Tarnsteine. Oder Donnerwelle. Wahrscheinlich Donnerwelle prediktet den Ivis-Switch. Deswegen. No counter for you. Okay, ich hätte schon fast Hidden Power Ice gemacht, aber. Boah, hört ihr den Hund da draußen? Ich hoffe nicht. So, jetzt macht er bestimmt keine Donnerwelle. Jetzt macht er wahrscheinlich. Staff Walk? Genau.